willkommen Ihnen allen hier heute live aus dem ZDF Hauptstadtstudio. Fünfmal lebenslänglich plus 15 Jahre Haft, das war die Strafe für Brigitte Mohnhaupt. Seit dem vergangenen Sonntag ist die frühere RAF-Terroristin wieder in Freiheit nach 24 Jahren. Viele empfinden das als ungerecht. Inzwischen verlangt ihr Anwalt, sie nicht mehr als Mörderin zu bezeichnen. Und Christian Klar, damals mit ihr an der Spitze der RAF, hat den Bundespräsidenten um Gnade ersucht. Gnade für die RAF? Das ist auch Jahrzehnte nach den Terrorakten noch ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Auch die meiner Gäste. Ina Beck-Kurz. Ihr Mann wurde von RAF-Terroristen ermordet. Rupert von Plotnitz. Er hat RAF-Terroristen verteidigt. Klaus Peimann. Der Berliner Intendant hat Christian Klar ein Praktikum in seinem Theater angeboten. Roland Koch. Der hessische Ministerpräsident fordert, Leute wie Peimann dürfen dieses schreckliche Kapitel deutscher Geschichte nicht noch verklären. Und Klaus Bölling, der ehemalige Regierungssprecher, meint, die Geschichte der RAF ist nicht wirklich zu Ende. Herr Peimann, Sie haben schon 2005 Christian Klar dieses Praktikum in Ihrem Theater angeboten. War das mehr aus Mitleid oder aus politischer Sympathie? Das war aus dem Verständnis oder dem Versuch eines Verständnisses für seine verheerende Situation. Also das ist ja die Tragik meiner Generation, die sich auch an solchen Figuren dann ausdrückt, die an dieser Wegschneide, an der wir damals standen, vielleicht die falsche Straße gewählt haben. Und ich wollte ihm gern helfen, zurückzufinden. Das ist übrigens nicht so ungewöhnlich. Es gibt es also gelegentlich auch erfolgreich. Am Gripstheater ist Grashoff seit vielen Jahren im Freigang und jetzt also gut zurückgekehrt in die Gesellschaft. Ja, natürlich auch Mitgefühl, aber eigentlich in der Hoffnung, so jemandem zu helfen. Ich habe dann mit meinen Leuten geredet, Betriebsrat. Ich habe damit ja relativ wenig zu tun. Er wollte Bühnenarbeiter werden. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht, aber das wurde mir vor 2 Jahren übermittelt von Künstlern und von ihm selber. Ich sagte, ja, wir wollen das gern versuchen. Roland Koch, was haben Sie von dem Angebot gehalten, von Herrn Peimann an Christian Klar? Ja, ich glaube, man darf dann nicht nur das Angebot für eine Arbeitsleistung sehen, sondern die Begründung drumherum, die da lautet, zum einen, man muss Verständnis haben für die damalige Situation, in der Gewalt aus Sicht von Peimann auch eine der Auswege war, offensichtlich, um was in der Welt zu bewegen. Der Herr Peimann sagt in dem Zusammenhang, das waren halt keine normalen Mörder, wie jemand, der um Geld zu stehlen jemand anders umbringt, sondern die hatten andere hehre Motive. Das gebe ich zu, das regt mich auf. Es waren ganz normale Mörder, nichts anderes als ganz normale Mörder. Und wenn ein freiheitlicher, demokratischer Rechtsstaat anfängt, nach den Motiven zu unterscheiden und wer politische Visionen hat, darf auch mal einen Politiker oder General Bundeswald umbringen. Und das ist was anderes und das wird später im Leben anders bewertet, dann ist das nicht nur für mich unerträglich im Sinne der Opfer, sondern dann ist es auch ziemlich gefährlich im Sinne einer jungen Generation heute, die eine solche, wie ich finde, abenteuerliche These hört. Und deshalb glaube ich, darüber muss man sich auseinandersetzen. Und da muss man Herrn Peimann auch sagen, da liegt er falsch. Das ist eine Geschichtsklitterung und die sollten wir nicht zulassen für die Zukunft. Ina Beck-Kurz sitzt bei uns. Ihr Mann ist 1986 bei einem Bombenattentat der RAF ums Leben gekommen. Was haben Sie gedacht, als Sie von diesem Angebot gehört haben, Christian Klar zu beschäftigen? Also ich habe zunächst gedacht, es ist gut, wenn jemand sowas macht, ihm das anbietet. Man sollte nicht viel darüber reden, man sollte ihn in aller Ruhe da arbeiten lassen und gucken, wie es geht. Dies ist schon mal nicht passiert. Es wird zurzeit unglaublich viel darüber geredet und ich habe auch eine Menge Dinge gehört, die Sie, Herr Peimann, auch gesagt haben dazu, wo Sie, sagen wir mal pauschal zusammengefasst, sagen, im Grunde haben die ja recht. Und das macht mir die Sorge, dass die jetzt als, wie sagt man das, Identifikationsfiguren werden für Strömungen, die sowieso schon eigentlich gegen den Staat sein wollen und sagen, jetzt sind die da und jetzt machen wir nämlich auch wieder und sieh mal da und im Grunde sind wir doch alle einer Meinung. Sie haben gesagt, 3/4 der Weltbevölkerung ist im Grunde dieser Meinung, dass gegen den Kapitalismus angegangen werden soll, müsste.
Und auch, dass unsere freiheitliche und demokratische Rechtsordnung unseres Landes, genau wie die auch in anderen europäischen Ländern, eigentlich überhaupt nichts wert sei. Und das fand ich traurig. Ja, jetzt hätten wir eigentlich das Problem, dass er sich dazu auch äußern möchte und muss. Vielleicht darf ich trotzdem ganz kurz, wenn Sie einverstanden Sie sind. Sie haben alle Macht in der Hand. Von Macht würde ich nicht reden an dieser Stelle. Ich sage mal, ich versuche zu moderieren, ja, wenigstens zu verbinden und möchte Rupert von Plotnitz vorstellen. Sie sind einer der RAF-Verteidiger in den 75er Stammheim-Prozessen gewesen, arbeiten heute wieder als Anwalt, sind zwischendurch lange Jahre grüner Politiker gewesen, um über Christian Klar und seine politischen Überzeugungen und die Morde reden zu können und darüber reden zu können, ob man Gnade walten lässt und ihn arbeiten lässt, ihn resozialisiert in diesem Land, müsste er vorher eben begnadigt werden. Glauben Sie, dass das geschehen wird? Also zunächst mal eine kleine Richtigstellung. Ich war nicht RAF-Verteidiger. Ich habe eine bestimmte Person verteidigt oder mehrere vor dem 1.1.75, die der Zugehörigkeit zur RAF beschuldigt waren und der Taten, die im Zusammenhang damit begangen worden sind. Ansonsten, also zum einen, glaube ich, tun wir gut daran, uns zu erinnern, Herr Klar ist nicht verurteilt worden, weil er gegen den Kapitalismus war. Das steht jedem frei, in der Bundesrepublik gegen den Kapitalismus zu sein. Was er nicht tun darf, ist mit seiner Haltung gegen geltendes Recht zu verstoßen. A3, Frau Beckwurz hat recht, es wird wahnsinnig viel zur Zeit darüber geredet. Aber ich finde es ein Gebot der Fairness, daran zu erinnern, die Betroffenen, um die es geht, die legen offensichtlich keinen Wert darauf, über ihre Anträge, um die es jeweils geht, zu reden. Es sind andere, wir, die darüber reden. Aber ich finde es nicht fair, denen sozusagen den Vorwurf zu machen, sie seien schuld daran, dass jetzt so viel geredet wird. Die Verfahren, um die es geht, ob Gnadenverfahren oder strafvollstreckungsrechtliches Entlassungsverfahren, das sind nicht öffentliche Verfahren. Und insofern haben sich die Betroffenen selbst nicht an die Öffentlichkeit gedrängt. Wichtigste fand ich, was Herr Koch gesagt hat, es sind normale Mörder. Also, da muss ich sagen, in der Erinnerung an die 70er Jahre, und Sie haben ja gesagt, dass ich an der Verteidigung in solchen Strafverfahren beteiligt war, wären Sie nur behandelt worden wie normale Mörder, in Anführungsstrichen. Aber Sie wurden eben nicht behandelt wie normale Mörder. Es wurde ein neues Gesetz nach dem anderen aus der Taufe gehoben. Ja. Aber ich wäre ja froh, wenn sich nun inzwischen das geändert hat und es keine Sonderregelung und keine Sondervorstellung für die Behandlung der Betroffenen mehr gibt. Aber dazu gehört, natürlich hat jeder das Recht, auch jeder, der der Zugehörigkeit zur RAF mal beschuldigt war, einen Gnadenantrag zu stellen. Und jeder hat das Recht, wie Frau Monhaupt, einen Entlassungsantrag zu stellen. Und was im Falle von Frau Monhaupt geschehen ist, gehört zum Alltag der strafvollstreckungsrechtlichen Praxis der Bundesrepublik. Jemand, der ein Vierteljahrhundert in Haft gesessen hat, für den es ein positives Prognosegutachten gibt, der hat einen Anspruch auf Entlassung, spätestens seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1977. Also es wäre nicht rechtens gewesen, sie nicht zu entlassen. Und zwar unabhängig davon, ob er Reue bezeugt hat oder sie Reue bekundet hat oder eben nicht. Das mit der Reue, da musst du vielleicht noch einen Satz zu der Reue, weil das auch überall eine Rolle spielt. Ob es Reuebezeugung gegeben hat, das wissen nur die, die die Akten kennen. Das sind ja nicht öffentliche Verfahren. Ja. Da hat er völlig recht und der wandert zu dem fünften Gesprächsgast in dieser Runde, nämlich zu Klaus Bölling. Sie waren in der Zeit damals Regierungssprecher und enger Vertrauter von Helmut Schmidt, seit 1974. Diese Sehnsucht danach, dass die Attentäter von damals, dass die Terroristen von damals Reue bekunden müssten, dass sie sich entschuldigen müssten, kann das eine Rolle spielen in der Frage darum, ob sie aus der Haft entlassen werden, ob sie jetzt freikommen dürfen, ja oder nein? Ja, sicher muss das eine Rolle spielen, aber wenn Herr Palmann mir das bitte nachsieht, ich habe ich Ihnen vorhin sagen können, eine Menge Respekt vor Ihnen als einem ausgezeichneten Theatermann. Ich glaube nur, man sollte das Thema RAF und warum es jetzt wieder diskutiert wird, nicht festmachen an dem Angebot des Intendanten des Berliner Ensembles. Man sollte fragen, warum wird darüber wieder diskutiert? Und ich habe neulich in einer deutschen Zeitung gesagt, ich sei erstaunt darüber, dass man mir Rachegefühle vorwirft, wenn ich sage, sowohl Herr Klar als auch Frau Monhaupt
haben, sind Killer gewesen. Das Wort Killer hat einige Leute aufgeregt. Hätte ich Mörder gesagt, wäre es ja die gleiche Aussage gewesen. Mhm. Aber wenn in kleinen Zirkeln, es werden ja immer weniger, glücklicherweise, die aus welchen Gründen auch immer sympathisieren mit Klar und Mohnhaupt und im Falle Klar den Eindruck erwecken, als sei das ein Robin Hood oder als sei das Karl Moor, der mit eigentlich ehrlichen Räubern die Interessen des Volkes damals vertreten und dann in die böhmischen Wälder abhaut. Wissen Sie, diese Verniedlichung, die mache ich nicht mit. Ich bin dafür, dass der Rechtsstaat funktioniert. Die Entlassung von Frau Mohnhaupt auf Bewährung ist nach Recht und Gesetz. Ich fände es auch nicht gut, wenn sie weiter, was jetzt versucht wird, stigmatisiert wird. Man sollte die Frau in Ruhe lassen und sehen, ob sie sich in unsere Gesellschaft nach 24 Jahren Haft zu integrieren fähig und bereit ist. Aber ich kann nicht dem Argument folgen, das seien Gesinnungstäter. Sie haben Menschen umgebracht, viele Menschen umgebracht, unschuldige Menschen umgebracht. Und das Kapitel RAF, habe ich jetzt mehrfach zu sagen, Gelegenheit gehabt, ist deshalb nicht abgeschlossen, weil es noch eine ganze Reihe unaufgeklärter, schrecklicher Morde gibt. Darunter der Mord an ihrem Mann, der Mord an Schleyer, den man zu einem SS-Typen verzerrt hat, den ich selber gekannt habe, der mit dem Betriebsrat von Mercedes sehr gut auskam, obwohl er als junger Mann ein Nazi-Anhänger gewesen ist. Das spielte dann später überhaupt keine Rolle. Mhm. Es war der Alfred Herrhausen. Von Bornmühlen. Es war Zimmermann. Das waren doch keine reaktionären Ausbeuterkapitalisten, sondern das waren Leute, die geholfen haben, diese Republik wieder aufzubauen. Und das Wort Killer nehme ich auch nicht zurück. Was heißt denn Gesinnungstäter? Dann können auch bestimmte islamistische Fundalisten sagen, wir sind Gesinnungstäter. Wir wollen die Scharia und wir orientieren uns an den Gesetzen des Koran und morden frisch drauf los. So geht das nicht. Wir müssen alle rechtsstaatlichen Gesetze, Regeln müssen wir beachten. Und wenn Herr Peymann diesem Mann eine Chance geben will, da würde ich gar nicht protestieren. Ich sehe nur, dass der Herr Klar nicht nur gar keine Reue zeigt, und was Reue kann man spielen, Reue kann man heucheln. Sie kann auch mal ernst sein. Aber ich habe mich in die Situation von Johannes Rau zu setzen versucht. Der hatte das Gnadengesuch vorliegen und er hat es liegen lassen. Er hat sich dagegen entschieden. Er hat in der Sache dagegen entschieden. Warum? Weil er sich wahrscheinlich als guter Christ daran erinnert hat, was Johannes der Täufer gesagt hat. Tut Buße. Und Buße, das ist nicht oberflächliche verbale Reue, sondern das ist die Entscheidung, sein Leben anders zu orientieren, Fehler zu korrigieren und eine neue Lebensform anzustreben. Herr Billing, man merkt, da sind noch sicherlich berechtigt sehr viele Emotionen unterwegs. Herr Peymann, und bevor Sie uns sicherlich über das eine oder andere noch mal Auskunft geben, tun wir vielleicht wirklich gut daran, uns mit einer Auskunft von Christian Klar noch mal zu befassen. Und zwar einer sehr aktuellen, seiner Großbotschaft an die Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar des heutigen Jahres 2007 und dem, was er dieser Konferenz gesagt hat. Lesen wir das noch mal. Von Europa aus rollt weiter dieses imperiale Bündnis, das sich ermächtigt, jedes Land der Erde aus dem Himmel herab zu züchtigen und seine ganzen gesellschaftlichen Daseinsformen in einen Trümmerhaufen zu verwandeln. Das geht anders. Sonst wird es nicht möglich sein, die Niederlage der Pläne des Kapitals zu vollenden. Da ist offensichtlich immer noch der alte Plan der Vernichtung des Kapitalismus und des Kapitals unterwegs. Würden Sie sagen, die RAF hat das Richtige gewollt, nur mit den falschen Mitteln? Das ist ja ein ganzes Gebirge, was da jetzt so auf mich einfällt. Also meine Rolle hier, ich muss da mal ein paar Punkte korrigieren. Das eine wäre mir wichtig zu wissen. Vor 2 Jahren haben die mich gefragt, das heißt Künstler, Schauspieler und Klar, ob er ein Praktikum bei uns machen kann. Vor 2 Jahren habe ich Ja gesagt. Niemand hat darüber geredet, es war überhaupt kein Thema, das war im Betrieb geklärt. Und dann hat irgendjemand aus dem baden-württembergischen Justizministerium anonym die BZ in Berlin informiert und hat gesagt,
das sind hier diese ganzen Kryptokommunisten. So ist das gelaufen, weil das wird ja auch sehr gerne mal zu einer PR-Aktion des BEs degradiert. Also das mal zu dem einen Punkt, das wäre mir wichtig, das zu verstehen. Sie haben gesagt, Sie haben es aus Mitleid gemacht, aber auch aus einem gewissen Verständnis. Und um dieses Verständnis können wir ja jetzt wirklich auch versuchen, nochmal... Aber wir schwirren jetzt auf 12 verschiedenen Schauplätzen herum. Ja. Das ist natürlich das Problem bei solchen Situationen. Ich meine, einerseits ist es gar nicht so schlecht, dass darüber wirklich mal diskutiert wird, verstehen Sie? Weil das gehört zu unseren großen Verdrängungen. Wir haben ja vieles verdrängt. Wir haben den Faschismus verdrängt, wir haben die DDR gerade verdrängt, die ist ja auch verschwunden. Und jetzt haben wir diese aufregende Sekunde in der Geschichte der Bundesrepublik auch verdrängt. Jetzt wird es plötzlich zum Thema und siehe da, die Wunden liegen offen. Also irgendwas ist daran ja sozusagen offensichtlich doch noch ein Thema. Schade, dass hier natürlich auch vor allen Dingen von Ihnen, Herr Koch, diese Schwarz-Weiß-Systematik über dieses System, da haben Sie natürlich auch sofort einen Beifall, Schwarz-Weiß-Denken auch der Boulevardpresse wiederholt wird. Ich finde das äußerst fatal. Mord das haben ist wir, das haben wir das Moment, es war wieder genau das gleiche Horn, das können wir jetzt dauernd von Ihnen hören. Sie gefallen sich ja gerne als Sheriff und versuchen, Beckstein rechts noch zu überholen, wenn ich das mal so sagen darf, entschuldigen Sie, ja. Aber damit kommen wir überhaupt nicht weiter. Wie wollen wir damit weiterkommen, mit diesem Augenblick? Auf der einen Seite, wir müssten doch einmal darüber reden, wieso damals eine ganze Generation, da waren Sie ja noch in den Windeln, Herr Koch, wenn ich das mal sagen darf. Bedauere, nein. Naja. Also das bedeutet, dass ich jetzt schon ziemlich alt bin, aber es ist wurscht. Okay, ist ja also. Wurscht, ist eine ja wurscht. Ich halte ja den Daumen. Eine ganze Generation hatte große Angst, dass diese Bundesrepublik, die sie alle wollten, zu einem Staat wurde, den sie nicht mehr wollten. Das ist unter dieser großen Figur Adenauer, der ja dann die Seebohms, die Globkes, die ganzen alten Nazis wieder hervorgeholt hat. Dann kam die Spiegel-Affäre, es kam die Wiederbewaffnung, es kam die Springer-Kampagne, Verzeihung, es kam der Vietnamkrieg. Sie müssen dieses Panorama einfach wahrnehmen, wenn wir irgendetwas von dieser Diskussion haben wollen, außer uns die Flaschen wieder an den Kopf zu werfen. Und können wir nochmal ganz kurz sagen, dass es einen Unterschied natürlich auch gab zwischen dieser sicherlich radikal-demokratischen Phase der Straßenkämpfe, 68, klar. 67 ausgelöst, 68 und dem, was dann ab 1975, also, 77 passiert. Willy Bader hat das erste Kaufhaus 68 versucht, also 69 kam Willy Brandt und nicht Konrad Adenauer. Versuchen Sie nicht, Dinge zu verklären. Nee. Das war die Zeit der ersten sozialliberalen Koalition, dass da ein junger Mensch in Deutschland geglaubt hat, Deutschland fiele dem Kapitalismus anheim. Das ist doch eine nachgemachte Lüge zum heutigen Zeitpunkt. Sie können weiter in diesem Politiker-Jargon reden. Damit kommen wir ja auch damit Jargon. Also Sie müssen schon sehen, Sie muten ja auch einiges zu, da müssen Sie auch einiges ertragen. Wenn ich mal Sheriff zu Ihnen sage, habe ich ja nicht ganz Unrecht. Also Verzeihung. Ich versuche es mal ohne Jargon. Der Herr Peilmann hat recht, aber er hat auch nicht recht. Ich habe es ein bisschen anders in Erinnerung, ich gehöre derselben Generation an. Ich glaube nicht, dass die Generation hatte die Schnauze voll, das stimmt. Aber nicht deswegen, weil sie befürchtete, in eine Welt zu geraten, die sie, an der sie viel zu beanstanden gehabt hätte. Sie hatte die Schnauze voll von der Verfassungswirklichkeit der 50er und der 60er Jahre. Und das unterschlägt der Herr Koch. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht wirklich, weil er zu jung war. Das kann sein. Herr Koch, Sie werden, wenn Sie sich beschäftigen mit der Zeit, nicht bestreiten, dass die Verfassungswirklichkeit der alten Bundesrepublik Deutschland bis etwa zu der Phase der sozialliberalen Koalition, bei der sich Herr Bölling besser auskennt als unser eins, sie war in hohem Maße durch staatsautoritäre Vorstellungen geprägt. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann sage ich Ihnen, das gehört alles zu den widersprüchlichen Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Warum gab es denn 1970 ein Straffreiheitsgesetz von der sozialliberalen Koalition verabschiedet, mit dem sämtliche Demonstrationsdelikte, die damals auf Seiten der außerparlamentarischen Linken eine Rolle spielt, niedergeschlagen wurden. Außer Verfolgung gesetzt. Ich weiß nicht, also das kann ich Ihnen, das nächste Mal bringe ich eine kleine juristische Bibliothek hier mit. Nein, es war so, es gab eine Amnestie, ein Straffreiheitsgesetz, die Verfahren wurden alle eingestellt. Und warum? Weil die Straftatbestände, um die es ging, die hießen damals noch Aufruhr, Zusammenrottung, selbst Teile des Landfriedensbruchstatbestandes, sie standen alle im Widerspruch zum Grundrecht der Versammlungsfreiheit, wie es im Grundgesetz vorgesehen ist. Und es gab diesen Widerspruch zwischen Verfassungswirklichkeit und einer natürlich demokratisch impeccablen Verfassung. Wir haben nicht im Polizeistaat gelebt, nicht in einem Polizeistaat.
Und ich gebe Ihnen zu, zu dem Irrtum, entschuldigen Sie, das kann man ja sehen, wie man will, zu den Irrtümern der Generation, da zähle ich mich selbst zu, gehörte sicherlich, dass man das, was man als staatsautoritären Zusammenhang wahrgenommen hat und verändern wollte in Richtung auf ein Mehr an Freiheit und Emanzipation hin, vorschnell gleichgesetzt hat mit den Zeiten, wie sie zwischen 33 und 45 mal eine Rolle gespielt haben. Das ist der große Irrtum der Generation. Angst vor einer Wiederholung eines totalitären Staates. Das ist der Irrtum der Generation. Aber worauf ich auch noch Wert lege, so zu tun, da würde ich Herrn Beimann widersprechen, als ob die ganze Generation sozusagen gewillt gewesen wäre, den Weg einer RAF zu beschreiten oder vergleichbare Gruppierung. Hat ja niemand gesagt, aber davon lieber, kann keine Rede sein. Das lieber, war auch innerhalb der Linken hoch umstritten ganz damals. Klar. Aber ich finde es einen Akt der Scheinheiligkeit zu sagen, damit die jungen Leute heute nicht glauben, das seien Robin Hoods gewesen, müssen wir jetzt so ganz tüchtig draufhauen. Das ist völlig falsch. Erst wenn wir wirklich begreifen, woraus das Ganze gekommen ist, wie es war, dann können wir vielleicht der jungen Generation helfen, nicht falsche Idole aufzubauen. Mhm. Und dazu gehört, dass dieser Weg ein langes Stück, ein ganz aufregender und wichtiger Weg war. Es hat ja auch einige nicht uninteressante Figuren wie Joschka Fischer, Chili, andere hervorgebracht. Das heißt, 34 Gemordete. Auf beiden Seiten gab es viele Tote. Das muss man auch sagen. Das war kein Kampf zwischen zwei Parteien in einem Bürgerkrieg, sondern das war nach 1949 ein demokratisches Land, Bundesrepublik Deutschland. Das mag nicht jedem zu jeder Zeit gefallen haben, aber in dem die Menschen sich sehr wohl gefühlt haben, sie frei waren, sie einen sozialen Aufstieg hatten, sie eine wirtschaftliche Entwicklung hatten, Deutschland zurückgeführt worden ist in eine Friedensgemeinschaft Europas, in eine Weltgemeinschaft hinein. Also das war ein Land, in dem jetzt eine Idee zu haben, zu sagen, da haben Leute miteinander gekämpft und das hat auf beiden Seiten Verlusten gegeben. Okay. Entschuldigen Sie bitte, da bin ich auch sehr emotional, das geht nicht. Es kann auch in meiner Generation und meinen Kindern nicht gesagt werden, man muss verstehen, es kann Situationen in einem Land wie Deutschland geben, wo man Polizeibeamten umbringen darf, einen Generalbundesanwalt umbringen kann. Das ist nicht Wahlkampf, sondern das ist eine verdammt wichtige Botschaft. Und dann nochmal die Moderatorin hebt mal kurz den Finger. Und sagt, wir schauen uns vielleicht wirklich zur Klärung nochmal einen Film zusammen an, der im Jahr 1967 spielt. Es gibt die Demonstrationen gegen den Schah und im Ergebnis der Schah-Demonstration passiert Folgendes. Berlin, 2. Juni 1967. Der Schah auf Deutschlandbesuch. Studenten protestieren gegen das persische Folterregime. Die Polizei geht mit harter Hand gegen Demonstranten vor. Ein Schuss fällt und trifft Benno Ohnesorg. Die Empörung über den Tod Ohnesorgs macht den Studentenprotest zur Massenbewegung. Herr Bölling, nochmal die Frage, hat es auch eine Überreaktion des Staates auf die Proteste der Studenten auf der Straße gegeben? Ja, ich bin mit diesem kritischen Schlagwort seit damals vertraut. Nein, das glaube ich nicht. Tatsächlich, ich habe das ja aus dem Fenster meines Büros in Bonn gesehen. Wir hatten dort Panzerwagen oder Panzerspähwagen. Also die Stadt wirkte damals militarisiert. Aber in Erinnerung an den Untergang der Weimarer Republik, in der sich Kommunisten und Nazis bekämpft haben, als es Tote gab, hatten wir eine ganz besondere Angst, dass ein neuer Radikalismus, diesmal von links, mit marxistischen Phrasen, mit Weltverbesserungsvorstellungen, die überhaupt in der Sache nicht rechtfertigt werden konnten, dass die diesen Staat erschütterten. Wir hatten ja nicht die Erfahrung der Spanier mit der ETA. Wir hatten nicht die Erfahrung mit diesem schrecklichen Konflikt zwischen den Religionen wie in Nordirland. Vielleicht waren wir für Augenblicke geneigt, die Gefahr zu überschätzen. Aber es war eine reale Gefahr. Und was die meisten jungen Menschen heute vergessen, wir sind ja nicht durch die Entführung von Hans-Martin Schleyer völlig überrascht worden. Es gab die Entführung ihres Parteifreundes Peter Lorenz. Da haben wir gegen den Willen von Helmut Schmidt haben wir die Leute ausfliegen lassen mit dem Pastor Albers. Das war schon ein Zeichen von Nachgiebigkeit und musste die Terroristen ja auch motivieren, frisch motivieren. Dieser Staat ist permissiv, das ist ein Nachtwächterstaat, mit dem können wir das ja machen. Und dann kam die sogenannte Besetzung, Jargon der RAF,
der Botschafter in Stockholm. Ja. Nicht wo ein Mann, wie hat er noch geheißen, der neulich im Fernsehen erschienen ist, dabei war. Die haben die Hinrichtung von dem Botschaftsrat Telegard, von dem Andreas von Mirbach, haben sie inszeniert. Und dieser RAF-Mann hat neulich dann gesagt, naja, wir haben Fehler gemacht, aber wir waren Idealisten. Die zweite Generation der RAF konnte überhaupt nicht mehr glaubhaft machen, wofür sie eigentlich kämpft und Leute umbringt. Mhm. Herr Peimann hat natürlich recht, man müsste ja ein Ignorant sein, wenn man den Zusammenhang zwischen Vietnamkrieg, der Weigerung der Väter, also schon meines Vaters, mit ihren Kindern, ihren erwachsen gewordenen Kindern über die Nazizeit zu sprechen, auch über Globke und die vielen hohen Beamten, die Adenauer benehmen musste, weil keine anderen da waren. Das alles gehört zu der Vorgeschichte. Und die Ulrike Meinhof, die ich in Hamburg in den 60er Jahren kennengelernt habe, eine blitzgescheite, damals hochidealistische Weltverbesserin. Und dann, wenn Sie erlauben, dass ich das mal vorlese, ganz kurz nur, was die Ulrike Meinhof dann im Juni 1970 gesagt hat. Wörtlich. Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Entschuldigung. Das ist kein Mensch. Und so haben wir uns mit ihm auseinanderzusetzen. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und natürlich kann geschossen werden. Diese Entwicklung haben dann andere mitvollzogen und haben geglaubt, weil ich vorhin gesagt habe, Gesinnungstäter, das sei ihre Identität, das sei ihre Mission. Nicht gegen einen Staat, den sie so ansahen, als würde dort Franco oder Salazar herrschen. Das war eine monströse Lüge. Also Frau Beckutz, Sekunde, Frau Beckutz, Frage an Sie. Ist das überhaupt eine interessante Diskussion für Sie insofern, als wir nach den Motiven dieser Täter fragen? Oder sagen Sie, im Grunde interessieren mich die Motive gar nicht, sondern mich interessiert, wie sich die Täter verhalten und wie sich das Land, in dem ich lebe, zu diesen Tätern verhält? Genau, das ist mein Hauptinteresse. Ich meine, ich trete nicht in solchen Runden auf, um der Menschheit zu erzählen, wie arm ich dran bin, dass mein Mann ermordet wurde und so weiter und so weiter. Das ist ganz selbstverständlich, dass das so ist. Ich trete deshalb auch an in solchen Diskussionen, um genau auf diese Dinge aufmerksam zu machen. Die Gefahr, die ich für die Zukunft auch wiederum sehe, was ich vorhin schon mal sagte, diese wenigen jetzt entlassenen Straftäter, ich meine, über die wir jetzt geredet haben, das ist ja abstrakt, die sind ja alle irgendwo nicht mehr sichtbar, aber es gibt mindestens 2 bis 5 im Moment, die noch sehr sichtbar sind und auch demnächst wieder unter uns treten werden. Und das sehe ich als Gefahr an. Sie befürchten, dass es eine neue Generation auch von RAF-Terroristen geben kann? Nicht RAF, die werden anders heißen, werden anders sein. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, darauf hinzuweisen, zu sagen, diese extreme mörderische Welle, die über unser Land ging, bei der die Besten, die man sich denken kann, und auch ihre Fahrer, die Polizisten, die auch ermordet wurden, die wirklich nun unschuldig an allem waren. Und auch der Fahrer ihres Mannes ist. Ja, auch der Fahrer meines Mannes ist ums Leben gekommen. Und man muss sich ja vorstellen, dass hinter diesen 34 Morden stehen, könnte man mal sagen, mal 5 die gesamten Familien. So viele Menschen sind direkt betroffen. Und davor möchte ich warnen, dass man diese Folgen unterschätzt, wenn und eine solche... sagen, die beiden nichts und die anderen auch nichts. Warum? Weil sie sich mit denen, die in Freiheit sind, Frau Illner, solidarisieren. Aber sie äußern mit keinem Wort, ob sie nun Christen oder Atheisten sind, ein Wort des Bedauerns für das Schicksal der Männer, die ermordet worden sind. Ganz kurze Frage, dazu hatten Sie vorhin gesagt, in den normalen Verfahren und in den normalen Anträgen vor Gericht ist das nicht üblich. Das wird normalerweise nicht der Öffentlichkeit vorgestellt. Ist es eine juristische Kategorie? Ich könnte dem Herrn Bölling folgen, wenn er sagen würde, ich habe den Entlassungsantrag und die Begründung des Antrages von Frau Monhaupt gelesen und ich kenne auch den Inhalt des Begnadigungsantrages, den der Herr Klar beim Bundespräsidenten als Gnadeninstanz gestellt hat. Aber ich wüsste nicht, dass diese Anträge jemals öffentlich geworden sind. Und deswegen finde ich es ziemlich vermessen, sich öffentlich hinzustellen und zu sagen,
da gab es überhaupt nie ein Zeichen der Reue. Also ich muss den mal... Christian Klar, haben wir jetzt gehört. Doch vielfach ja. öffentlich. Er schreibt doch vielfach. Könnte doch mal einen Brief der Reue schreiben. Ja, aber er hat meines Wissens seinen Begnadigungsantrag nicht veröffentlicht. Und jetzt wollen wir doch mal... Hört nichts von dem. Ja, ich finde, also erstmal fehlt mir die Fantasie. Ob Klar oder andere, ich meine, es gibt ja Gnadenanträge auch in anderen Strafverfahren oder nach anderen Verurteilungen. Also mir fehlt die Fantasie, dass da jemand an den Bundespräsidenten einen Antrag stellt, frei nach Edith Piaf und dem Motto, ich bereue nichts, möchte aber begnadigt werden. Also da, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand derartig abgehoben ist und glaubt, mit so einem Antrag auch nur die Chance aber einer positiven Prüfung. Darf ich mal ausreden, ja, Herr Belling? Darf ich mal ausreden, bitteschön? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also insofern kann ich immer nur sagen, wer die Anträge nicht kennt, sollte sich hüten, zur Frage der Reue etwas zu sagen. Ich habe gelesen, zumindest im Presseartikel, dass im Falle Mohnhaupt sehr wohl deutliche Bekundungen von Reue und eine sehr... nicht nur gute Führung, ja. sondern auch durchaus eine Auseinandersetzung mit dem Schicksal der Opfer und ihrer Angehörigen. Können wir noch mal ganz pauschal fragen, würde es etwas bringen, wenn sowohl Frau Mohnhaupt, sie ist nun freigelassen, als auch Christian Klar so lange im Gefängnis säßen, bis wir alle das Gefühl hätten, sie hätten bereut? Ich glaube, dass man da auch schon bei den beiden Fällen ein Stück unterscheiden muss. Die Justizverfahren sind unterschiedlich. An dem einen hat ein Gericht entschieden, dass die Haftstrafe auszulaufen hat bei Frau Mohnhaupt jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und wir sind in einem Rechtsstaat. Wenn das Gericht das entschieden hat, ist das so zu akzeptieren. Herr Klar begehrt einen Akt der Gnade zu einem anderen Zeitpunkt als dem. Und das ist eine sehr viel schwierigere Entscheidung. Ich halte mich da etwas vorsichtig, weil der Bundespräsident und ein Ministerpräsident sind in einer vergleichbaren Situation. Wir sind beide in wichtigen Teilen auch für Mord eben die Gnadenherren, wie das im Recht heißt. Aber wieder bei wir müssen Frau deshalb Hohefeld vorsichtig noch sein. Klar, da ist es der Bundespräsident. Natürlich, genau. Da ist es der Bundespräsident aus bestimmten Gründen. Nur deshalb, natürlich sind solche Verfahren sensibel. Aber ich will auch keinen Rat geben. Ich sage nur, ein Punkt ist natürlich, der Rechtsstaat hat neben dem Punkt der Reue auch ein Interesse an rechtsstaatlicher Klarheit. Und wenn Sie jetzt den Beispiel nehmen des Mordes an dem Generalbundesanwalt Buback, dort steht fest, dass drei Personen, zwei auf einem Motorrad und einer in einem daneben stehenden Auto, diesen Mord begangen haben. Sie sind auch verurteilt worden. Herr Klar ist unzweifelhaft einer der drei Beteiligten. Herr Klar hat sich bis heute geweigert, die Rollen innerhalb dieser Tat offenzulegen. Und der Rechtsstaat hat ein Interesse daran, auch um aus den Folgen zu lernen, zu wissen, ob die Täter eine Tat in der Lage sind, so zu verarbeiten, dass sie offenlegen. Das ist nur ein Beispiel an dieser Stelle. Herr Klar weiß viel über Morde. Ich vermute auch über den Mord an dem Ehegatten von Frau Beckurz. Er sagt nicht, wer es war. Es kann sein, dass der noch in Freiheit ist. Und das ist für einen Rechtsstaat schwer erträglich. Es wäre, wenn Peymann recht hätte, und das sind politisch motivierte Taten, könnte man sich dafür sozusagen Rechtfertigungsideologien ausdenken. Und deshalb ist die Frage so wichtig, ist es ein gewöhnlicher Mord oder ist es etwas anderes? Weil dann gelten die Maßstäbe für alle. Und die dürfen nicht verschoben werden. Frau Beckurz, würden Sie auch sagen, Klar darf erst dann begnadigt werden, Klar darf erst dann freikommen, wenn er sich zu diesen Morden geäußert hat und es einfach ein Bekenntnis von ihm zu der einen wie zu der anderen Tat gäbe? Ja, das muss man allerdings auch noch ein bisschen differenzieren. Wenn er freikommt, nach dem in unserer Rechtsprechung festgelegten Modus, dass lebenslänglich, in seinem Fall sind es 26 Jahre, wenn das abgelaufen ist, dann ist es nach unserem Recht möglich, dass er freikommt. Das Gnadengesuch würde ich unbedingt als ein Instrument sehen, was die Bundesrepublik in der Hand hat oder der Präsident, um zu sagen, nur wenn hier zielführende Aussagen kommen. Wir haben darüber schon gesprochen, Herr Peymann, und Sie haben auch in Ihrer ersten Äußerung darauf schon abgehoben. Gehört es nicht auch zum Mythos der RAF zu sagen, es gibt ein kollektives Bewusstsein, es gibt eine kollektive Schuld und ihr werdet von uns nie erfahren, was wir wissen? Ich weiß nicht, so stellt sich mir die ganze Sache nicht dar. Ich bin jetzt ein bisschen verzweifelt, weil ich gar nicht... Seien Sie es nicht. Naja, schon, weil ich natürlich die Unversöhnbarkeit auch eines solchen Gespräches erkenne. Und es so wahnsinnig schwer ist und so wichtig wäre, dass wir viel differenzierter denken. Ich möchte Sie jetzt nicht langweilen, dass ich noch einmal anfange, dass der Ausgangspunkt ein vollständig anderer war, auch mein Lieber, wie Sie es darstellen. Es war eine vollständig andere Situation. Es gab die große Sorge, dass das wieder alles den Bach runter.
weitergeht in diesem Deutschland. Jetzt gewöhnen Sie sich mal an, Sie sind nicht in einer Wahlveranstaltung, wo Sie immer dazwischen schreien. Ich habe Sie auch nicht unterbrochen, jetzt hören Sie mal eine Sekunde zu. Vielleicht lernen Sie ja noch was dazu. Deswegen eine gewisse Chance. Vielleicht Ihre Ohren mal aufmachen und nicht dauernd hier. Gleichstellung von Mord mit anderen muss man nicht zeigen. Auch nicht auch einmal einen Satz in Ruhe anzuhören, zeigt ihr demokratisches Bewusstsein. Es gibt eine Grenze, wo die Regeln von Demokratie und Menschenwürde verletzt werden, darf ein Demokrat nicht schweigen. Das ist auch eins meiner Prinzipien. Wer sagt, man muss Morde verstehen, kriegt lauten Widerspruch, auch lauten Widerspruch an der Fernsehsendung. Noch mal versuchen festzuhalten, dass wir uns offensichtlich... Dann nach Hause gehen, das ist völlig sinnlos. Sie gehen nicht nach Hause, weil Sie sind Gast dieser Sendung und Sie versuchen jetzt noch mal mit mir gemeinsam den Gedanken zu wälzen, dass wir uns offensichtlich nicht darauf verständigen können, wie die Ausgangssituation für das Entstehen der RAF war. Da gibt es unterschiedliche Definitionen und es gibt unterschiedliche Schulen. Ich frage jetzt noch mal ganz klar und ganz präzise nach Ihrem Verständnis der Schuld dieser Terroristen. Natürlich sind Sie schuldig. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Das wissen die doch besser als wir. Aber das Sie sagen, wohl, das heißt aber doch nicht, aber dass... Aber Sie sagen, dass Sie es etwas Richtiges wollen. Sie sagen, ich habe gesagt, bis zu einem gewissen Grade wollten viele junge Leute, auch viele gar nicht mehr so junge Leute, wollten verhindern, dass es wieder bergab geht mit der Republik. Nur mit den falschen Mitteln haben Sie also gekämpft. Und dann gab es einen Weg, dann haben wir immer Prügel gekriegt von der Polizei. Unser Außenminister hat tüchtig mit Steinen geworfen. Das habe ich nicht gemacht. Es gab große Konflikte, die sich auch körperlich, militärisch äußerten, also im Straßenschlachten und so weiter. Und irgendwann haben die einen gesagt, also jetzt werden wir uns mal dagegen wehren. Das sehen wir ja gar nicht ein, dass die deutschen Polizisten uns verprügeln, weil wir gegen den Vietnamkrieg sind. Und weil wir wissen wollen, warum der ohne Sorg aus 60 Zentimeter Entfernung erschossen worden ist. Das wollten wir wissen. Wir waren in Sorge. Und dann sind sie in der Situation, wieso verprügeln uns jetzt die Polizisten? Die haben doch recht. Das ist der Punkt bis Ende 60. Und jetzt frage ich Sie wieder nach Ihrer Sympathie für die... Dann standen wir an der Straße, wo gehen wir hin? Was machen wir? Gehen wir in die Institutionen, holen wir uns einen Knüppel oder holen wir uns eine Knarre? Das ist passiert. Und wie so oft werden Freiheitskämpfer, das kennen wir aus ganz anderen Gegenden, werden Freiheitskämpfer, indem sie kämpfen, Soldaten werden, werden sie Militaristen. Natürlich ist das ein Militarisierungsprozess im schrecklichsten Ausmaß und es endete auch bei Bonnie and Clyde. Natürlich haben die am Schluss Bonnie and Clyde gespielt. Das erklärt ja diese Sätze von dieser dollen Frau Ulrike Meinhof, die ich auch ganz gut gekannt habe. Das ist eine verstiegene Absurdität, natürlich. Mhm. Aber vergessen Sie nicht, die sind da mit ihren Porsches durch die Gegend gerast und kamen sich wunderbar vor und dachten, wir sind Bonnie und Clyde. Da waren Sie ja längst weg, auch von jeder politischen und sozialen Basis. Ja. Aber lieber Herr Palmer, wenn Sie Bonnie und Clyde sagen, dann das waren nun wirklich Kriminelle. Ich weiß das. Ich habe auch nicht gesagt, dass... Darf ich ganz kurz nochmal nach meiner eigentlichen Frage fragen? Da wäre der Plotnitz interessant. Der hat ja dann mit diesen Kriminellen zu tun gehabt. Verzeihen Sie, ja? Jetzt nicht ablenken. Ich wollte von Ihnen wissen, ob es zum Mythos der RAF gehört, dass sie von einem kollektiven Bewusstsein und von einer kollektiven Schuld ausgeht. Werden wir von den noch inhaftierten und den immer noch gesuchten RAF-Terroristen je erfahren, wer wen umgebracht hat? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also das erstmal setzt doch die Beantwortung einer solchen Frage voraus, dass die Personen, um die es geht, überhaupt das Wissen haben, dass man ihnen unterstellt. Was Sie natürlich unterschlagen, ist, dass im Gnadenverfahren derselbe Grundsatz natürlich gilt wie in jedem anderen strafprozessrechtlichen Verfahren. Niemand ist in diesem Land, Gott sei Dank, verpflichtet, sich selbst zu belassen. Und ich verstehe, Frau Beckurz, dass Sie sagen, aus Ihrer Sicht, mir ist das völlig schleierhaft, wie so jemand begnadigt werden soll, unter den Voraussetzungen, wie Sie sie genannt haben. Verstehe ich bestens. Aber trotzdem gibt es im Rechtsstaat nun manchmal Grundsätze, und ich glaube, sie sind trotzdem eine zivilisatorische Errungenschaft, die sicherlich zur Enttäuschung von Opfern von Verbrechen und zur Enttäuschung von Angehörigen der Opfer von Verbrechen führen müssen. Dazu gehört nun der Grundsatz, dass niemand gezwungen sein darf und gezwungen werden darf, sich selbst zu belasten. Ich glaube, was hier verlangt wird von Ihnen, wenn er dies Wissen hätte, das Sie ihm unterstellen, dann könnte er wahrscheinlich nur um den Preis der Selbstbelastung
dieses Wissen preisgeben und würde sich möglicherweise in Widerspruch sowieso zu seinem Gnaden... Ohnehin ja verurteilt. Aber juristisch aber ja nicht mehr schaden. Das weiß ich nicht, ob das unbedingt so ist. Also wenn es um eigenständige Tötungsdelikte geht, kann das durchaus noch mal... Da spricht jetzt der Anwalt, Herr von Plötnitz. Aber ich will noch was anderes sagen. Da spricht vielleicht auch der Anwalt. Es gibt zwar den Deal im Strafprozess inzwischen, aber ob es der Würde der Gnadeninstanz, und da handelt es sich hier um den Bundespräsidenten, entsprechen würde, jetzt einen Deal im Gnadenverfahren noch ins Auge zu fassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also der Gnadenherr, wie Herr Koch das genannt hat, der ist souverän und frei in seiner Entscheidung. Was ist Ihre Erklärung, warum die schweigen? Was ist Ihre Erklärung dafür, dass Sie schweigen? Ich weiß es nicht, da müssen Sie die Betroffenen fragen. Ich kann denen ja auch nicht, unterstellen, dass Sie was wissen, was Sie bisher nicht gesagt haben. Ich weiß nur für die Frage, zumindest im Strafvollstreckungsrecht, ob eine Entlassung verantwortet werden kann, kommt es nicht darauf an, ob Sie was wissen. Und Sie können vor allen Dingen da auch gar nicht gezwungen werden, etwas zu sagen. Da kommt es nur darauf an, ob es für die Zukunft noch Risiken für die Sicherheit der Bevölkerung gibt. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Die gibt es auch im Falle klar, wie ich gelesen habe, weil ein Gutachten entsprechendes bekundet hat. Die gibt es nicht mehr. Der Mann ist offensichtlich gehalten für jemanden, der keinerlei Risiken mehr für die Bevölkerung, von dem keinerlei Risiken mehr ausgeht. Das ist ja auch mal ein Punkt, der hier mal gesagt werden sollte. Dann versuchen wir es nochmal mit einer politischen Frage. Der ist ja nicht mehr derjenige, der er mal war. Dann versuchen wir es nochmal mit einer politischen Frage, weil sich die Terroristen ja immer noch als politische Täter verstehen. Sie sind damals auch beschimpft worden quasi als Terroristenanwalt, weil sie zu den Verteidigern gehörten, die im Stammheim-Prozess Baader-Meinhof und auch Jaspe verteidigt haben. Die haben sich immer als politische Gefangene verstanden und als politische Täter verstanden und haben immer gesagt, der Staat hat auch politisch auf uns reagiert. Er hat Stammheim überhaupt erst gebaut, weil es uns gab. Wie haben Sie das damals empfunden? Wie haben Sie damals die Reaktion empfunden? Also interessant ist die Prämisse von Ihnen. Die spannende Frage ist ja, ob diejenigen, über die wir uns unterhalten, sich auch heute noch als politische Gefangene definieren. Die Frage kann man ja stellen, wenn man mal sich davon ausgeht, dass jemand wie dieser Herr Klar, der früher in erbitterter, bewaffneter Gegnerschaft zur Bundesrepublik Deutschland, zur Gesellschaft und Staatsordnung der Bundesrepublik Deutschland stand, der geht jetzt her und stellt beim höchsten Repräsentanten dieser Bundesrepublik Deutschland einen Gnadenantrag, da kann ich mir schon vorstellen, dass die Frage sehr berechtigt ist, ob er noch wirklich derjenige ist, der sich früher mal für einen politischen Gefangenen gehalten hat. Da hat ja offensichtlich eine Persönlichkeitsveränderung, ein Bewusstseinswandel stattgefunden. Ja, aber er steht doch heute noch zu der alten Ideologie. Woher wissen Sie das denn alles, Herr Bellis? Weil er das gesagt hat. Aber Entschuldigung. Einen Brief an diese Rosa-Luxemburg-Konferenz. Guter Herr Bölling, verzeihen Sie das. Was ist denn gegen die Rosa Luxemburg eingefallen? Entschuldigung. Muße. Darf ich das zu Ende sagen? Damit nun wirklich nichts zu tun. Vielleicht kann ich Sie beruhigen, Herr Bölling. Wenn man sich in Erinnerung ruft, und ich musste das als Verteidiger viel lesen auch, anhand von entsprechenden Akten, wie früher die Texte der RAF zu den Zeiten, als sie ein Risiko für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland war, gestaltet waren, was da drin stand in höchst hermetischer Sprache. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass da nur um irgendwelche Pläne des Kapitals ging. Da ging es vor allen Dingen um den Aufruf zu bewaffneten Widerstand gegen die Repräsentanten. Ja, die Phrasen, ob das heute auch Phrasen sind, da möchte ich mich gar nicht drüber äußern. Da könnte man trefflich drüber streiten. Ja. Aber worauf ich hinweisen will, zu meinen, diese Grußadresse, die jetzt in aller Munde ist, sei identisch mit den alten Verlautbarung der RAF, das halte ich für eine ziemlich vermessene Vorstellung. Okay. Sie müssen doch als Anwalt einräumen, dass der Mann, wenn er auch kein sehr gutes Deutsch formuliert, das wollen wir ihm nachsehen, genau die Sprache spricht, die er früher gesprochen hat. Ich habe den Text nicht hier. Also, Herr Bölling, wir haben ihn ja gerade zitiert. Herr von Plotnitz. In den 70er Jahren oder 80er Jahren nicht mehr gemacht, als so einen Text zu veröffentlichen, der wäre doch nie verurteilt worden. Wir haben ihn gerade zitiert, er ist nicht wegen dieses Textes verurteilt worden, nicht wegen anderer Texte verurteilt worden, sondern wenn er 9 Menschen umgebracht hat. Ausrufezeichen. Da gibt es gar nichts zu verklären und zu idealisieren. Und wir gucken uns jetzt gemeinsam, gut, Frau Beckholz meldet sich, Entschuldigung. Ich will den Peimann aufnehmen. Sie haben vorhin erklärt, wie das damals alles anfing. Einer Ihrer ersten Sätze. Zwischenrufen. Aber jetzt dürfen Sie bei mir auch zwischenrufen.
einer Ihrer ersten Sätze war, wir waren damals in Sorge, dass das alles wieder von vorne anfängt. Ja. Herr Peymann, in dieser Sorge bin ich jetzt. Ja, ja. Wenn ich das hier... Ich verstehe Sie gut. Aber kann man ich verstehe Sie sehr gut, weil ich finde, dass Anlass zur Sorge besteht. Ich finde, dass diese Republik... Ich meine natürlich die andere politische Seite. Ich teile Ihre Sorge vielleicht aus anderen Gründen. Und ich finde, dass diese ganze Debatte, die wir jetzt führen, ein Zeichen dafür ist, wie weit sich diese Republik und ihre Politiker entfernt haben von jedem wirklichen Diskurs, wie mit großen Hämmern totgeschlagen werden. Sie machen ja das Gleiche an der Stelle schon wieder. Sie sagen, so eine Rechtfertigung, wie es damals gab, gibt es heute auch wieder. Soll ich jetzt auch ganz doll gegen Sie reden? Ich versuche es einfach mal mit einer Frage von mir an Herrn Peymann. Ja. Und die lautet, würden wir uns genauso viel Gedanken um die Gemütsverfassung eines Rechtsradikalen machen, der jemanden umgebracht hat? Also ich glaube schon. Wirklich? Also ich glaube schon. Ich sehe das eigentlich ähnlich krass und ähnlich schwierig. Gut, ich meine, man sagt dann, so ein Junge da irgendwo, was weiß ich, da in Rostock oder so, der keinen Job hat, der sieht, ein paar Kilometer weiter verdienen die mehr und leichter, dass er dann vielleicht sehr schnell abrückt von der Mitte und abrückt zu Positionen, das verstehe ich dann auch wieder. Ich meine, ich versuche sowieso, das ist auch mein Job. Ich will jetzt nicht den Dostojewski spielen, aber ich versuche natürlich in diese Menschen reinzugehen und aus ihnen und das begreiflich zu begreifen und vielleicht daraus auch positive Schlüsse zu ziehen. Wenn ich so höre, Bölling, wie Sie den Begriff Weltverbesserer im Grunde also gebrauchen, da rinnt Ihnen ja schon die Wut aus den Lippen. Ich glaube halt sehr an die Verbesserung der Welt. Ich finde aber den Zukunft. Ich muss andere Leute umbringen. Ich bin jetzt nicht durch. Sind wir noch mal ganz kurz? Ich muss einen Satz mal zu Ende bringen. Sie bringen den einen Satz zu Ende? Und ich finde es zum Verzweifeln, dass die Tatsache, dass man mit dieser Gesellschaft nicht zufrieden ist, sondern sie verbessern will, und dass man mit dem Kapitalismus nicht zufrieden aber will, nicht sondern ihn abschaffen will, das finde ich vollständig in Ordnung. Ich finde es geradezu pervers, wie zufrieden wir sind mit dieser Situation im Westen, mit diesem fürchterlichen Krieg im Irak, den wir halt mittragen oder ein Viertel mittragen. Das finde ich eine verheerende Situation. Herr Koch, Herr von Plotnitz. Die entscheidende Frage oder das Problem, Herr Peymann, dass ich den ganzen Abend ja auch mit dieser Diskussion bei Ihnen habe. Man kann ja der Meinung sein, wie Sie, dass die westlichen Demokratien sich überleben und man kann ein grundsätzlicher Gesellschaftskritiker sein. Ja, das halte ich für ziemlich irre, aber das darf man sein in der Demokratie. Aber die Frage, ist doch, wären Sie auch bereit, mal als erstes den Satz zu sagen, in einem Land mit einer freiheitlichen Ordnung, wie sie in Deutschland ist, gibt es gar keinen und nochmal gar keinen, auch nur theoretischen Grund, dass eine anfangen darf, darüber nachzudenken, irgendjemand anders umzubringen. Und dafür gibt es auch keine Chance von Verständnis. Sehen Sie, wenn jemand sozusagen mit staatlichem Geld in einem Theater an der Kulturentwicklung eines Landes mitwirkt, hat er eine gewisse Autorität. Ich finde auch eine gewisse Verantwortung. Und zu dieser Verantwortung gehört, dass bevor man sagt, dass das keine normalen Wörter waren, sondern die Ideale hatten, die man verstehen muss. Und bevor man sagt, naja, dass diese Demokratie, die wir heute haben, mit diesen korrupten Politikern sowieso überlegt ist, man als erstes den Satz sagen muss, du darfst nicht die Regeln der Menschenrechte verletzen in diesem Land, um die Verhältnisse zu ändern. Sonst machen Sie nämlich den Fehler, und ich finde den schwierigen Fehler, dass Sie Menschen motivieren, darüber nachzudenken, dass es auch sein könnte, dass man den alten Idealen der RAF wieder nacheifert, weil ein Mensch wie Sie mit Ihrer Autorität ja dafür Verständnis hat. Und das ist der Punkt der Auseinandersetzung, mit dem wir uns beraten. Herr Koch, jetzt hat Herr Peymann genickt. Er hat nicht nur genickt, sondern er hat sogar applaudiert. Ja, und vielleicht fragen wir uns noch mal, woher dann die Faszination kommt. Und schauen uns noch mal an, auch in einem kleinen Beitrag, wie immer wieder auch die RAF und die Menschen, die sie verkörperten in den 80ern, in den 90ern und auch jetzt im Jahre 2007 eine Faszination für junge Menschen und für die Kunst und Kultur darstellen. Mythos RAF. In Filmen, Theaterstücken und auf dem Laufsteg feiert der RAF-Terrorismus seine Wiederkehr als Popphänomen. Der bewaffnete Kampf wird zum Kult. Revolutionsromantik 3 Jahrzehnte nach dem deutschen Herbst. Herr Koch, was würde passieren, wenn einer Ihrer beiden Jungs mit diesem Prada-Meinhof-T-Shirt nach Hause käme? Ich hoffe, dass Sie es nicht tun würden, weil wir von Anfang an darüber diskutiert haben, aber es würde eine ganz heftige Debatte geben, weil das ein Punkt ist, an dem ich intolerant wäre. Und ich glaube,
das würde ich auch von allen anderen Eltern erwarten. Mhm. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, sie müssen nicht meiner Meinung sein, wahrlich nicht. Ich exponiere mich auch und das mag auch Auseinandersetzung erfordern, aber es gibt Grenzen. Wenn sie die überschreiten, treffen sie auf meinen entschiedenen Widerstand mit allen Mitteln, die ich habe. Und das ist die Lebensgrundlage von Demokratie und die beginnt in der Familie. Jetzt hat es, wenn ich das auch noch mal sagen darf, in Ihrer Familie, glaube ich, für Sie persönlich nie einen Moment gegeben, wo Sie in der Gefahr standen, mit einer linken Sicht auf die Welt konfrontiert zu sein. Sie sind der Sohn eines eben auch hessischen Justizministers gewesen. Sie haben im holden Alter von 14 Jahren, glaube ich, einen JU-Kreisverband gegründet. Darauf muss man erst mal kommen. Ganz so schlimm war es nicht, aber eine Art, also in meinem Heimatdorf war es schon so. Ja. Die Frage ist, was wäre eigentlich gewesen, wenn Sie Ihren Eltern hätten sagen müssen, dass Sie nach Frankfurt gehen, nicht um Jura zu studieren, sondern um Steine zu werfen? Das hätte den ganz entschiedenen Widerstand meines Vaters ausgelöst. Wahrscheinlich hätte er mich irgendwann rausgeschmissen, wenn ich Steine geworfen hätte. Weil er gesagt hätte, ich diskutiere mit dir monatelang, dass du es nicht machst, aber ich werde nicht auf Dauer mit jemandem zusammen sein, der Steine wirft gegen diesen Staat, den ich in der Nachkriegsgeneration mit aufgebaut habe und auf den ich stolz bin. So wie ich heute auf diesen Staat stolz bin und das meinen Kindern vermittle, dass sie auf diesen Staat stolz sein können, auch wenn Herr Peymann das nicht versteht. Herr von Plotnitz, macht kaputt. Was euch kaputt macht, war der Song 1970, ist in Ihren Augen das, was die RAF gemacht hat, die logische Konsequenz aus dieser linken Bewegung oder ist sie deren Pervertierung? Sie ist für mich nicht die logische Konsequenz aus dieser linken Bewegung. Ich finde zwar den Hinweis richtig, das ist ja auch in Ihrer Sendung geschehen, dass am Anfang einer politischen Bewegung, aus der als kleine Fraktion, so hieß das ja auch, sich dann eine RAF oder vergleichbare Gruppierung herausgebildet hat, am Anfang einer Protest- und Widerstandsbewegung stand eben nicht der Mord an einem hohen Repräsentanten der Bundesrepublik oder seiner Begleiter, sondern der Mord und die Tötung eines Demonstranten, der nicht mehr am 2. Juni 1967 getan hat, als gewaltlos für seinen Protest gegen einen Despoten aus dem Iran demonstriert hat. Das darf man nie vergessen. Und der Mann, der verantwortlich war für diese Tötung, der ist mit Pomp freigesprochen worden dann. Das hat auch natürlich die Gemüter verstört. Aber das Wichtige scheint mir trotzdem in einem rechtsstaatlichen Verfahren, insofern gibt es da auch nichts dran zu deuten. Ich würde mich ja auch für mich immer strikt dagegen wehren, die Leute, um die es jetzt geht, sei es als Gesinnungstäter, Herr Bölling, ich habe hier niemanden erlebt, der meint hat, das sei nicht mehr als Gesinnungstäter gewesen, zu idealisieren oder irgendetwas zu verklären, was da vorzuwerfen ist, das ist hier auch schon gesagt haben, da wurde das Grundrecht auf Leben in vielen, vielen Fällen mit Füßen getreten. So ist das und das insofern war diese RAF mit ihren Anschlägen immer weit zurück hinter dem Verbot der Todesstrafe, wie wir es im Grundgesetz als große Errungenschaft kennen und haben. Also ich würde aber trotzdem in einen letzten Punkt noch, Frau Beckholz hat ja gemeint, und es scheinen andere hier auch die Befürchtung zu haben, dass so etwas wie die Wiederkehr einer RAF drohen könne, sozusagen von links. Da muss ich Ihnen sagen, diese Befürchtung halte ich nicht für sonderlich realistisch. Ich finde, wir täten gut daran, uns mit ganz anderen bedrohlichen Entwicklungen der Gegenwart auseinanderzusetzen. Ich habe gelesen, dass zum Beispiel der Anteil rechtsextremistischer Straftaten in der Zeit von 2004 bis 2006 geradezu dramatisch gestiegen ist. Es gibt das Problem des islamistischen Terrorismus, der von der Bedrohung her ganz andere Dimensionen noch hat, als das, was die Bundesrepublik der 70er Jahre allen Nöten zum Trotz kennengelernt hat. Also ich finde, insofern sollten wir uns mal realistisch auf die Gegenwart konzentrieren und schauen, wie wir demokratische Verhältnisse verteidigen gegen solche Bedrohungen und nicht immer so ganz vernarrt in die Vergangenheit gucken. Mit meinem Einwurf vorhin meinte ich ja auch, dass so etwas wiederkommt, nicht genau dasselbe, die RAF kommt nicht wieder, aber es könnte ja nur nach demselben Muster, weil das ja doch einfach so fabelhaft ging, auch von rechts eine extremistische Sache sich aufbauen. Oder von irgendwo. Ich meinte nur die Form dieser Proteste. Wir spielen gerade ein Stück von Lessing, Nathan der Weise, ja. Und dort hat das jemand... Das ist ein sehr kluges. Da geht es schließlich um die Ringparabel und um das Verbinden unter anderem, von... Unter anderem, aber da ist einer, dem sind die Kinder verbrannt. Religionen. Da sind die Kinder verbrannt, da sind die, ist die Frau verbrannt. Und was macht dieser Nathan? Er vergibt. Das heißt, er kann vergeben. Und ich finde, wenn diese Demokratie, in der wir gerne leben, ich auch, und gerne arbeiten, wenn sie wirklich Kraft hat, zu sich selber und sich nicht hasserfüllt
in längst vergangene Debatten zurückzieht, wie wir es leider heute Abend selber praktiziert haben, mich eingeschlossen. Wenn dieser Staat Kraft hat und sein oberster Repräsentant, dann gewährt er Gnade. Und ich finde, dass das gerade in einer Gesellschaft, die sich außer sich selbst schon gar nichts mehr vorstellen kann, keine Alternative, sondern den Status quo für das einzig Richtige hält, das ist ja die Fatalität. Wenn dieser Staat die Kraft hätte, darüber hinauszuschauen und zu sagen, es gibt Gnade, wir vielleicht vergeben. Können wir uns trotzdem noch mal, vergessen Sie Ihre Rede nicht? Ganz tolle Sache, auch in Richtung Köhler gesagt, ja. Ja. Herr Peilmann, wir haben eine interessante Botschaft, eine interessante Frage von einem jungen Menschen per Video zugeschickt bekommen, heute aktuell hier für diese Sendung. Die gucken wir uns auch schnell beide noch mal an. Wenn jemand, der sich zum Ziel gesetzt hat, mit allen Mitteln unseren Staat zu bekämpfen, kann dieser Mensch auch nicht mit der Milde unseres Staates rechnen. Ansonsten würde sich die Bundesrepublik nur unglaubwürdig machen und letztlich der RAF zu einem späten Sieg verhelfen. Das sagt ein junger Mensch aus Grafenrheinfeld, der, auch das gehört dazu, in der Jungen Union engagiert ist, aber ein junger Mensch... Es war nicht der Filius, nein? Es war nicht der Filius. Sie müssen keine Sorge haben, es ist eine ernst gemeinte Frage. Sie plädieren für Gnade und das ist die andere Schule. Was soll ich dazu sagen? So sehe ich es halt. Ich bin ein bisschen älter und ich habe das miterlebt. Und manchmal denke ich, wenn wir wirklich Kraft haben, dann halten wir das auch aus und können. Ich versuche mir vorzustellen, wie jemand nach 26 Jahren Haft aussieht, was noch übrig ist. Wenig. Vielleicht gar nichts. Sicher nicht. Aber während ich 26 Jahre nicht leben konnte, weil er ermordet worden ist? Das gehört auch dazu. Ein unlauteres Argument, Herr Koch. Vollständig unlauter. Das ist die Geschichte, wie man da jetzt mal ein Ex-Terrorist werden soll. Man ist auch nicht Ex-Ermordeter. Man muss an dieser Stelle... Aber das ist doch vollständig unlauter, wie Sie alle. Nein, das ist nicht unlauter, weil es sonst immer eine Minimalisierung der Tat ist, mit der Sie da reden. Und die gefällt mir nicht. Herr Koch, gerade weil die Frage nach Gnade gestellt war. Also, ich wäre der Letzte, der den Betroffenen jetzt nicht Gnade gönnen würde. Aber ich finde es schon, ich fände es gut, wenn wir uns hier darüber verständigen könnten. Gnadenentscheidungen sind keine politischen Entscheidungen. Sonst hätte nämlich der Gesetzgeber dem Parlament zum Beispiel die Möglichkeit eines Gnadenbescheides zugesprochen. Das sind Entscheidungen, die als Ausnahme vom Recht, aber immer noch mehr der Welt des Rechts als der Welt der Politik angehören. Deswegen sollten wir alles unterlassen, was der Gnadeninstanz gegenüber den Eindruck erweckt, da wird Druck ausgeübt, in der einen wie in der anderen Richtung. Also das wäre ganz schlecht. Ich will nur sagen, der Druck ist doch millionenfach an jedem Tag in der Zeitung zu lesen. Ja, Entscheidung. Da ist aber nichts dran zu loben. Das stimmt doch, da ist nichts dran zu loben. Das ist verheerend. Also Gnade kann den Staat zieren, den Rechtsstaat kann Gnade zieren. Aber als Nichtjurist, hier sitzen ja zwei Juristen, sage ich als Laie, muss Gnade nicht auch verdient sein? Das zu entscheiden ist Sache des Bundespräsidenten. So einfach ist die Antwort. Das sollen wir unterscheiden. Ich werde in keinem Punkt, so wie ich das umgekehrt auch an anderer Stelle erwarten, dem Bundespräsidenten Rat geben, was er am Ende macht. Nur, dass eine gesellschaftliche Debatte über diese Frage stattfindet, weil damit etwas ausgelöst wird, was ja Peimann und andere beschreiben, auf jeder Seite, ist, glaube ich, normal. Und das ist für den Bundespräsidenten am Ende auch kein Schaden und keine Schwierigkeit. Der wird sich das anhören, der wird sich das wahrscheinlich eine längere Zeit anhören. Und dann wird er eine verantwortliche Entscheidung treffen. Und er ist eine Instanz, die es dann ein Stück befrieden kann. Aber befrieden gehört auch vorher eine streitige Diskussion. Und da darf man manche Dinge auch nicht unwidersprochen stehen lassen. Ich jedenfalls möchte manche, was Herr Peimann gesagt hat, halt in der Debatte nicht unwidersprochen stehen lassen, weil ich glaube, dass es ein Stück Geschichtsschreibung ist, die immer ein Stück neu stattfindet und um die man auch ringen muss. Und da müssen die Unterschiede auch klar sein, auch mit aller Emotionalität, die dahinter steht, denn es geht um Menschenleben. Herr Peimann, was glauben Sie, wann wird Christian Klar freikommen und wird er vorher begnadigt werden? Was glauben Sie, wie der Bundespräsident entscheidet? Ich schätze den Köhler sehr, aber... Den Bundespräsidenten meinen Sie? Also den Köhler, seien Sie nicht böse. Ich sage auch, den Köhler mag ich nicht. Sie dürfen auch zu mir Peimann sagen und nicht Herr Generalintendant, Herr Ministerpräsident. Also, scheint mir auch ein Unterschied zu sein. Oh Gott, dann lassen wir doch mal die Krawatten weg, ja? Nein, also, die lasse ich da nicht weg beim Bundespräsident, weil dann ist die Sache sinnlos. Ja. Der Gnadenherr ist doch gerade also, der. Ganz glaube, das ist Ihre Einstellung zum Staat. Das ist Ihre Einstellung zum Staat. Bei der sachlichen Antwort bleiben. Alles unterm Gürtel, aber ist ja auch recht. Also wenn unser geschätzter Herr Bundespräsident Courage hat, aber ich kann es nicht einschätzen. Ich nehme an, dass der Klar
sitzen bleiben wird da und eben und nicht. Darf und nicht, nicht darf ich mal zu Ende, ja, Sie haben wirklich eine unangenehme Neigung, ununterbrochen zu unterbrechen. Also fühlen Sie den Gedanken zu Ende? Sie glauben, ja, ich vergesse ihn dann nicht mal, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Ja. Also es ist, also ich fürchte, dass der Klar sich da jetzt um die Chance geredet hat und er wird dort bleiben. Ich hätte ihm gerne geholfen, die Leute in meinem Theater, der Betriebsrat, er hat schon sehr viel Kenntnis 2005. Von ihm. Nein, er hat sehr viel Kontakt mit ihm. Sie würden das gerne ausprobieren, ob man so jemanden zurückführen kann, ihm helfen kann. So simpel ist das. Und Versöhnung, wenn diese einfache Botschaft praktisch immer nur sozusagen umstritten ist, Versöhnung, kann ich nicht ändern. Oder ja. Verhöhnung der Opfer, das war eine ausgesprochen emotionale, eine sehr dichte, eine sehr nachdenkliche Diskussion heute Abend. Ich darf mich bei den Gästen sehr herzlich bedanken und darf Sie jetzt verweisen auf eine Dokumentation, die im ZDF laufen wird, von Stefan Aust und Klaus Richter mit dem Titel Wettlauf um die Welt, diesmal Deutschland im Umbruch, die erzwungene Revolution. Wir sehen uns nächsten Donnerstag nicht wieder, aber schon in 14 Tagen. Bleiben Sie heiter irgendwie. Vielen herzlichen Dank für die Debatte. Bis zum nächsten Mal.